ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute möchte ich dir ein weiteres Augen-Make-up zeigen, was ich mit meiner neuen Palette von B&H Cosmetics oder vielmehr mit meiner allerersten B&H Cosmetics Palette geschminkt habe zeigen. Und ich möchte euch meine neuen Wimpern vorstellen. Also wenn du wissen möchtest, wie ich diesen Look, den ihr im Intro gesehen habt, geschminkt habe, dann müsst ihr ganz dringend dranbleiben. Ich weiß, dass ich nicht die Beste bin im Schminken, im Augen-Make-up-Schminken und ich weiß auch, dass ich im Moment wirklich nicht so gut im Contouring bin. Ich war noch nie wirklich gut im Contouring, aber ich gucke mir in letzter Zeit sehr viele Videos auf YouTube an, um davon zu lernen, denn ich weiß wirklich, dass ich noch nicht gut in Kontur setzen bin. Vielleicht liegt es an den Produkten, die ich zurzeit benutze, die vielleicht noch nicht so gut sind. Oder ich habe einfach immer noch nicht die richtige Technik für mich raus. Ich verspreche euch, ich übe, übe und übe, damit ich für euch immer besser werde. Damit mir immer und immer besser ein Augen-Make-up gelingt, habe ich mir zum allerersten Mal eine etwas teurere Palette gekauft. Für diejenigen, die mich schon etwas länger verfolgen, die werden wissen, dass ich vor ein paar Monaten noch Riesenfan von Make-up Revolution war. Auch in diesem Video benutze ich noch immer meine Make-up Revolution Matte Matte Forever Palette. Aber im Gegensatz zu den etwas hochwertigen Produkten von B&H Cosmetics zum Beispiel, ist diese Palette definitiv nicht pigmentierend genug. Ich habe auch mal hierzu ein Review gedreht. Für diejenigen, die das interessiert, die können gerne reinschauen. Damit bekommt ihr das Augen-Make-up auf den Lid sehr gut hin, aber nicht zum Blenden. Deswegen, weil mir die Palette wirklich zu schlecht war, habe ich mir dann etwas Höheres eher in Richtung High-End besorgt. Und das ist diese Palette hier. Das ist die von B&H Cosmetics. Ich zeige euch die mal besser so. Das ist diese Palette. Damit werde ich jetzt zukünftig mein Augen-Make-up schminken. Ich habe sie auf der offiziellen B&H Cosmetics Seite bestellt, beziehungsweise meine Schwester hat sie mir geschenkt. Das ist die Modern Matte 28 Color Eyeshadow Palette. Und die ist wirklich, wirklich in Relation zu dem, was ich bis jetzt am Equipment habe, mein bestes Stück. So, das erstmal als Vorwissen. Ich übe noch, also erwartet nicht zu viel. Dann geht es jetzt zum Video. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr immer noch einschaltet. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mich abonnierst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, würde mich das ebenfalls freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Oder vielleicht sogar einen netten Kommentar. Ich freue mich wirklich immer sehr über positive Kommentare. Das motiviert mich und ich freue mich wirklich immer sehr, wenn ihr mir Videovorschläge macht. Also schreibt mich an, wenn ihr Videovorschläge habt oder schreibt es mir hier unten in die Kommentare.